Du hast das Rezept? Aha. Na dann, zeig mal her. Na, das sieht doch brauchbar aus. Entenbraten für Lumpi. Eine gute Wahl. Alles, was mir fehlt, ist eine Konservenbüchse für das Essen der Oberen aus dem Keller. Aber ich kann ohnehin noch nicht mit der Zubereitung anfangen. Solange der Ofen nicht läuft, kann die Oberen noch lange auf das Futter warten. Mhm. Ha, ich möchte nicht in deiner Haut stecken, wenn du ihr die Nachricht überbringst. Okay, der Ofen ist noch aus. Und was war's? Die Konservendose aus dem Keller. Das sollte ja weniger das Problem sein, Freunde. Vielleicht können wir das verbrennen. Lilly hatte das Holzstück in den Ofen gestellt. Nun brauchte sie es nur noch anzuzünden. Sehr schön. Okay, der Ofen ist an. Das mussten die Konservendosen sein, von denen Doris gesprochen hatte. Lilly wählte Taubengeschmack. Okay, Freunde. Der Ofen ist an, die Dose ist da. Jetzt dürfte man es dann eigentlich soweit haben. Wir müssen nur das Tagebuch irgendwie von der Taube finden. Das ist im Gebälk über dem Büro. Ja, da können wir gleich das Essen mit hochbringen. So, Konservendose. Ah, du hast die Konservendose gefunden. Aha. Sehr gut. Das heißt wohl, ich kann mit der Zubereitung des Essens anfangen. Den Braten für die Katze stelle ich sofort in den Speiseaufzug. Damit ist er allerdings voll. Das Essen für die Oberen kommt erst, sobald du den leeren Teller wieder in den Aufzug gestellt hast. Hast du das verstanden? Aha. Tja, hoffen wir es einfach mal. Okay. Ist ja wirklich eine Tagesaufgabe hier, das Katzenfutter zu holen. Ja, dann gehen wir mal ab ins Treppenhaus. Da ist wieder der lustige Mann mit dem Keks. So, Freunde, es ist ruhig geworden im Kloster. Warum wir hier wohl die Halterung anschauen können? Ach, da ist ja das verlorene Kind. Ich hatte schon fast Hoffnungen, du wärst unterwegs von einem wilden Tier gefressen worden. Aber wenigstens hast du endlich das Essen besorgt. Ich muss jetzt ein paar Vorbereitungen treffen. Füttere Lumpi in meiner Abwesenheit. Und wehe, du verlässt das Büro, bevor die Arbeit erledigt ist. Okay. Ich höre die Taube gurren. Ihr auch? Ein riesiger Braten stand im Essenslift. Das musste Lumpis Abendbrot sein. Mit Teller. So eine Enttäuschung. Lumpi hatte offenbar gar keinen Hunger auf den Braten. Wie sollte Lilly nun jemals ihre Aufgabe vollenden? Einfach den Braten selber essen. Oder der Blume geben, die sieht auch hungrig aus. Perfekt. Okay, jetzt sind leeren Teller wieder zurück. Und Essen der Katzenfutter Oberen. Mit Taubengeschmack. In der Kantine gab es nie so etwas Gutes. Oh Mann, die arme Lilly. Ich würde sagen, das mag Lumpi lieber als den Eulenbraten. Ja. Na, geht doch. Das Katzenfutter mit Taubengeschmack hatte Lumpi offenbar gefallen. Und es sah ganz danach aus, als hätte er bereits eine Idee, wo er den Nachschlag herbekommen konnte. Leider war die Wand zu glatt für seine Krallen. Okay. Raufaserleinwand an den Haken. Na, da hatte es aber jemand eilig. Ach, das hatte Lumpi gerochen. Auf einem der Balken saß die Taube, die Ednas Tagebuch geklaut hatte. Freunde, wie wär's hiermit?
Taube erschrecken. Lilly behielt die Idee im Hinterkopf. Der Plan war heikel. Aber sehr. Aber Lilly gingen langsam die Optionen aus. Und vor allem die Items. Die hat die Knallfrische mitgenommen. Nanu, wie ich sehe, hat Lumpi endlich sein Essen bekommen. Das ist überraschend. Vielleicht ist bei dir ja doch nicht alle Hoffnung verloren. Und jetzt raus mit dir. Okay. Vielleicht war ich zu streng zu dem Mädchen und seinen Mitschülern. Es sind ja nur Kinder. Okay. War ich zu voreilig, Herr? Sollte ich Dr. Marcel wieder absagen, bevor er seine neue Methode an den Kindern ausprobiert? Gib mir doch bitte ein Zeichen. Was ist das? Die Taube! Oh mein Gott! Wieso hat Edna eigentlich den Ball? Eine Friedenstaube? Ist das dein Zeichen? Soll ich die Kinder doch verschonen? Oh Herr, ich danke dir. Ich... Was? Das... Diese verfluchten Kinder! Jetzt ist das Maß aber endgültig voll! Ach du Scheiße! Lilly! Ja? Bitte? Als Lilly die Schlafkojen betrat, war Edna verschwunden. Nur ein schlecht gezeichneter Brief lag auf dem Bett. Okay. Mach's gut, Lillifried. Ich muss los. Die Luft hier ist mir zu dick geworden. Ich warte noch einen Augenblick am Schaukelbaum auf dich. Wenn du dich beeilst, erwischst du mich vielleicht noch. Ansonsten findest du eine Karte mit meinem Versteck im Tagebuch. Du hast es ja bestimmt längst gefunden, richtig? Bleib schmutzig. Deine Edna. Die Nachricht machte Lilly nervös. Sie musste Edna unbedingt einholen. Okay. Oh! Psst! Lilly, schnell! Hier entlang! Der Doktor und die Oberin sind euch bereits auf den Fersen. Garrett, der einzige Überlebende im Kloster. Lilly schaute sich staunend um. Was war das für ein merkwürdiger Ort? Du fragst dich sicher, was das hier für ein merkwürdiger Ort ist, oder? Aber jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Komm, schnell! Wir müssen Edna einholen. Monitore und Abhöranlage. Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein! Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Lilly ließ sich nicht von Garretts Hektik anstecken. Sie wollte sich erst einmal alles in Ruhe angucken. Kann es sein, dass es hier einen Geheimgang gibt? Ich glaube, Sie haben recht. Lassen Sie mich einen Augenblick nachdenken. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Nur kurz noch die Monitore benutzen. Lilly wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen. Wo sind Sie können? Ander. Lilly ließ sich. Sie wollte. Okay, jetzt gleich hier nochmal. Lilly. Nein, nicht nochmal. Ander. Hinterher zu Garrett, zur Kapelle. Nicht trödeln. Na los. Da ist eine Jacke. Ach, die ist von dem Frank, hieß er, glaube ich. Ich hätte mal die Tür zumachen sollen. Egal. Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje. Aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das! Freunde, Dr. Marcel sitzt im Rollstuhl. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Oh, los jetzt! Das ist unsere Chance! Wegen Edna ist er scheinbar gelähmt. Oh, krass. Oh, Mann. Es muss also nach Edna bricht ausspielen, die Sache hier. Dieses, das ganze Spiel hier. Haben wir eigentlich das Tagebuch? Nee, haben wir nicht. Warum nicht, Freunde? Wir brauchen das unbedingt. Da ist es, Gott sei Dank. Oh, die tote Taube.
Als Lilly den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Schnell nehmen. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lilly versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Ah, Garrett. Psst, Lilly, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen. Oh nein, zu spät! Da ist sie! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen. So wie die anderen. Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Ist ja gemein, ne? Es ist alles Ednas Schuld. Garrett hat es mir befohlen. Dr. Marcel ist böse. Bernd für die Oberen. Nazi-Vampire im Hintergarten. Das dauert mir zu lange. Schade. Ich wollte von den Nazi-Vampiren aus dem Hintergarten erzählen. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Wie gemein, Freunde. Der hat die Elektroschock. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Okay. Pah! Woogie! In der Tat! Der hat hypnotisiert. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lilly, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kind. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Ach, je. Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen... Edna. Lilly hat's verraten, Freunde. Shit. Sie konnte aber ja nichts dafür. Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun. Nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Lilly war immer brav. Aha. Psst, Lilly. Gemälde?
Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin. In der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Na, seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Aber echt. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen. Finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Kennen Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Der Beruhigungstee schien nicht. In einigen der Tassen waren Bissspuren. Der Beruhigungstee schien nicht gut zu wirken. So. Oh. Lilly, du ungeschickter Nichtsnutz. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Es mochte Lilly langweilig erscheinen, aber die Oberin trank für gewöhnlich Tee. Okay. Teekanne mit Tollkirschen. Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Ah ja, okay. Das wissen wir ja, wo wir das können. Frox jetzt das Feuer, Freunde. Ja, da ist Feuer. Sehr gut. Hallo, Lilly. Hm? Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Wir wollen nur den Kessel aufhängen, habe. Lilly hängte den Kessel vorsichtig an den Haken und achtete dabei pingelig darauf, nicht das Feuer zu berühren. Genau. Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn Pure Wahrheit. Eine Räubusch-Tollkirschen-Mischung. Alter, ich hoffe, das ist jetzt nicht irgendwie giftig oder so. Tja, schauen wir mal, Freunde. Na endlich! Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ki. Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch.
Sie ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier. Ein Einhorn. Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Ja? Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Zotti. Ich war ein so dummes Oh, das ist schlimm. Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Kommen wir jetzt also in den Geheimraum? Vielleicht mit diesem Fackelhalter. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Okay, mehr Licht. Maskate. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Schon, ja. Suchen wir es nochmal. Hallo, Lilly. Du willst... Ach, das hat die Oberin... Irgendetwas... Das ist jetzt doof, Freunde. Vielleicht können wir uns mit der Harvey-Puppe irgendwie dehypnotisieren oder so. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte? Gut gemacht, Lilly. Ich habe alles gehört, was ich hören wollte. Die Oberin ist offenbar vollkommen gaga. Ich hatte schon so... Jetzt schnell, komm zu mir in den Geheimraum. Es gibt eine geheime Tür in der dunklen Ecke vor dem Büro, direkt neben dem Außenkamin. Ach, verdammt. Du kannst natürlich kein Licht machen, weil du nicht mit Feuer spielen darfst. Das hatte ich ganz vergessen. Einen Moment. Lass mich nachdenken. Ich glaube, ich habe eine Idee. Es gibt keine Möglichkeit, eine durch Hypnose installierte Blockade zu durchbrechen. Es sei denn, du wirst erneut hypnotisiert. Es ist riskant, aber du könntest dich selbst in Trance versetzen, um die Blockade direkt in deinem eigenen Unterbewusstsein zu bekämpfen. Okay. Aber sei gewarnt, die Welt der Trance ist ein unheimlicher Ort. Wie ein paralleles Universum, das nur in deinem Kopf existiert. Sie ohne die Führung eines geschulten Hypnotiseurs zu durchwandeln, ist nicht ganz ungefährlich. Und die Blockaden, die der Doktor dir auferlegt hat, müssen dort mächtige Dämonen sein, die du nur im geistigen Zweikampf besiegen kannst. Hast du alles verstanden? Das musst du auch nicht. Noch nicht. Benutz einfach die Puppe, um dich selbst zu hypnotisieren. Und sobald du in Trance bist, suche den inneren Dämonen, der dich am Feuermachen hindert. Und vernichte ihn. Okay. Wird erledigt, aber erst speichern wir mal, Freunde. Es wird echt Zeit. Und speichern. Yep. Sehr schön.